Ja, moin moin. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. In der letzten Folge sind wir endlich in Ishtar angekommen. Wir dürfen die Stadt dann jetzt auch gleich betreten, denn wir haben noch fast alle Wassermagier umgebracht, weil die sind nervig und bringen einem halt auch einfach nichts. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie sieht's aus? Kann ich rein? Du hast das Recht, die Stadt Ishtar zu betreten. Doch vorher werde ich dir die Regeln der Stadt erklären. Lass mich raten. Kein Ärger, sonst gibt's aufs Maul. Alles klar. Du kennst die Regeln der Stadt. Zugang Ishtar plus 1500 Erfahrungspunkte. Ja, es gibt noch zwei Wassermagier, die wir später noch um ihr Leben erleichtern werden. Ja, hier in Ishtar angekommen. Halt! Was willst du hier? Na, ich will in den Palast. Wenn du Ärger machst, breche ich dir alle Knochen. Hier in Ishtar angekommen können wir eigentlich noch gar nichts machen. Wir müssen als erstes mit Zuben sprechen. Allerdings doch eine Sache können wir noch machen, bevor wir mit Zuben sprechen. Nämlich an Zuben vorbeirennen. Zwei Sachen können wir sogar noch machen. An Zuben vorbeirennen und dann gibt's hier irgendwo... Ah ne, nicht hier. Weiter hinten. Weil hier gibt es eine große Truhe, die ist mir egal. Hier gibt es den Teleportstein. Zum Thronsaal ist das. Und hier gibt es noch Buchständer. Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos Zorn fuhr auf sie herab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm, hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. Und hier hinten haben wir noch eine alte Truhe, eine schwere Truhe und eine große Truhe. Wir nehmen aber erstmal... wir nehmen erstmal den leisen Tod mit. Dann die schwere Truhe. Nochmal von vorne. Mit dem Erz-Zweihänder. Und dann die alte Truhe. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Mit dem Amulett der Gier. Was uns gar nichts bringt. Ich würde eigentlich auch gerne die ganzen Schätze hier mitnehmen, aber das lassen wir mal. Vorerst. Mach hier keinen Ärger, klar? Okay. Ja, und dann können wir... Halt doch mal die Schnauze. Dann können wir zu Zuben gehen und mit dem quatschen. Hallo, Zuben, der Erwählte. Man sagt, ein Krieger ist gekommen. Ein Krieger aus dem Norden. Du kommst spät. Die Prüfung hat bereits begonnen. Was ist das für eine Prüfung? Ich bin auf der Suche nach einem Mann. Einem Kämpfer, der bereit ist, eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Achso, ich dachte, er will heiraten. Naja, gut. Du kannst aufhören zu suchen. Ich werde deine Aufgabe übernehmen. Ja, das glaube ich auch. Aber wie ich bereits sagte, die Prüfung läuft. Also wirst du daran teilnehmen. Sprich mit Ugrasal. Er kümmert sich um die Einzelheiten. Die Prüfung der Assassinen. Dann wollen wir mal schauen. Wer ist eigentlich Ugrasal? Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal hier runter. Denn hier unten ist irgendwo noch eine schwere Truhe. Ich weiß nur nie, wo die ist. Irgendwo hier in diesen Gewölben. Hier. Ah, und eine alte Truhe auch noch. Abgebrochen. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Ein Runenschild. Nochmal von vorne.
und ein Amulett des Geistes. Maximales Mana plus 10 und Schutz vor Feuer, Eis und Energie ebenfalls. Ja, ich würde sagen, das... finde ich fast besser als das, was wir jetzt haben, auch wenn es uns 10 Mana kostet. Weil mehr Schutz ist gut. Jetzt müssen wir irgendwie wieder den Weg nach draußen finden. Ich hoffe, es war hier. Ja, hier war's. Wunderbar. Hier noch ein paar Blümchen pflücken. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Das ist nicht Ugrasal, da kommt Ugrasal. Ich bin Ugrasal, Kämpfer für Zuben und Ausbilder. Was führt dich nach Ishtar? Ich komme wegen der Prüfung. So, die hat schon begonnen. Aber wenn Zuben dich schickt, kannst du dein Glück versuchen. Was ist zu tun? Es ist recht einfach. Jeder in der Stadt hat das Recht, dir eine Prüfung zu stellen. Und glaub mir, die meisten finden das toll. Ich werde dich beobachten. Mal sehen, wie du dich so machst. Prüfe du mich. Wenn du Zubens besondere Aufgabe meistern willst, musst du erstmal den Kampf mit 2 Waffen meistern. Ich werde dich unterweisen. Wer sind meine Konkurrenten? Zarkos. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat eine eigene Truppe aufgestellt und ist auf Löwenjagd. Und Surus der Magier nimmt auch an der Prüfung teil. Ich glaube, er ist auch noch in der Stadt und braut Tränke. Komm wieder, wenn du mehr gemacht hast. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, von ihm können wir jetzt den Meister des zweihändigen Kampfes lernen. Also normal und auch fortgeschritten. Also Meister. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Und den Todesstoß kann er uns beibringen. Also meucheln. Das hier. Nee, das hier. Aber da sind wir noch weit weg von. Und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt lernen möchte. Ja, und dann können wir mal wieder zurück zu Zuben gehen. Und uns schon mal die erste Prüfung abholen. Und dann quatschen wir mal so nach und nach mit den ganzen Leuten, die hier so rumgammeln. Ich will eine Prüfung von dir. Natürlich willst du das. Gut, dann höre. Reise nach Bakaresh. Die Magier dort schulden mir ihren Tribut. Also wirst du ihn mir bringen. Okay. Machen wir aber nicht jetzt. Abelia-Statuen gibt es hier sehr viele in Ishtar. Also 2, glaube ich, aber... Hier haben wir Delazar. Willkommen in Ishtar, Sohn des Nordens. Ich bin Delazar, Magier und Alchemist. Wie kann ich dir helfen? Ich will von dir lernen. Natürlich. Meine Künste stehen jedem zur Verfügung, der es bis nach Ishtar geschafft hat. Bring mir etwas über alte Magie bei. Bring mir was über Alchemie bei. Zeig mir deine Ware. Ja, er hat auf jeden Fall Wein. Und er hätte auch die Elite-Assassinen-Rüstung, die können wir ihm jetzt auch abkaufen, theoretisch. Haben natürlich bei weitem nicht genug Gold dafür. Ja, wobei, viel fehlt nicht. Ich
glaube, wir hätten es sogar so alles in allem, aber... Erstmal den ganzen Kleinkram wieder weg. Und dann gebe ich dir noch das. Und dann reicht mir das auch. Der Ugrasal tingelt immer zwischen diesen dreien und diesen dreien da drüben hin und her. Also irgendwo auf dem Weg wird man ihn finden. Hier steht was über Alchemie. Ich nehme an der Prüfung teil. Was denn? Du willst derjenige sein, der Zubens Aufgabe übernimmt? Seit Jahren trainiere ich meine Fähigkeiten. Wie lange bist du hier? Ein paar Tage? Kleiner, du hast keine Chance. Das werden wir ja noch sehen. Genau, das werden wir noch sehen. Und hier ist Nerosul. Was willst du von Nerosul, dem größten Schwarzmagier von Ishtar? Soll ich dir übers Haar streichen, weil du es geschafft hast, in die Stadt zu kommen? Ich dachte, Zuben wäre der größte Magier hier. Genau, und das ist er auch. Du hast den Erzdiebstahl in Auftrag gegeben. Diese Idioten, sie haben mich betrogen. Sie sollten mir die Rohlinge bringen. Stattdessen haben diese Schwachköpfe sie für ein paar lumpige Goldstücke verkauft. Naja, Erzrohlinge sind einiges wert. Ein paar lumpige Goldstücke. Als Erzwaffen sind sie das Zehnfache wert. Eine Handvoll Assassinen, ausgerüstet mit diesen Waffen, kann niemand aufhalten. Niemand. Nicht einmal Zuben. Und ich werde der neue Herrscher aller Assassinen. Hey, komm mal wieder runter. Du hast die Erzrohlinge nicht. Nicht einen einzigen. Verdammt. Na gut. Pass auf, vergessen wir diese kleine Angelegenheit. Ich zahle dir 2000 Goldstücke und wir schweigen für immer darüber. Wie sieht es aus? Sind wir im Geschäft? Nee. Du wirst für deine Taten bezahlen. Mit deinem Blut. Du wagst es, mein Angebot auszuschlagen? Ja, du bist vollkommen irre, Mann. Belia selbst hat mich als seinen Diener auserwählt. Und ich werde dich direkt zu ihm schicken. Nun wirst du sterben. Können wir hier irgendwas machen? Ja, nee, ist egal. Gut, haben wir den auch weg? Ach nee, das ist noch schon die. Das ist ja schon der dritte hier. Mit dir können wir reden. Ich bin Montazir, ein Diener Beliars und Verwalter von Ishtar. Einer unserer Männer ist in der Wüste geblieben. Du kannst in seiner Hütte pennen. Die Treppe rauf, direkt die erste, die mit den Schädeln überm Eingang. Zeig mir deine Ware. Und warum hast du denn keine Steintafeln? Was soll das? Die hätte ich schon gut gebrauchen können, Mann. Ja, das ist zwar nicht die Hütte, die er meinte, aber... Wir schlafen hier trotzdem. Interessiert ja auch niemanden. Dann gehen wir mal hier rauf. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, welche Hütte er meint. Also die vielleicht, wahrscheinlich die. Da sind aber drei Schädel drüber und es ist auch... Naja gut, das ist die erste Hütte, aber... Keine Ahnung. Wahrscheinlich meint er die. Jetzt schauen wir uns erstmal hier oben ein wenig um.
Hier gibt's aber nix. Hier gibt's auch nicht so viel. Hier gibt's Emmet. Hey Mann, du kommst wohl auch nicht von hier, was? Und du? Woher kommst du? Aus Lago. Ich bin hier, um zu trainieren. Was machst du? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Geistige Vorbereitung. Wenn Körper und Geist im Einklang sind, kann mich niemand besiegen. Verstehe. Allerdings kann ich mich nur schlecht aufs Training konzentrieren. Vielleicht liegt das am Rauchen. Ja, ganz genau. Das liegt an dem Scheißzeug, das ich hier rauche. Keine Ahnung, was die hier in ihre Pfeifen stopfen, aber es schmeckt irgendwie nach Kaktus. Prüfe mich. Du willst, dass ich dich prüfe? Dann gehe nach Lager und besorge mir ein Paket feinstes Sumpfkraut. Mit freundlichen Grüßen aus Lago. Hey, sieh mal an, ein ganzes Paket feinster Trainingsware. Ich spüre schon, wie sich mein Geist öffnet. Und wenn du deinen Geist auch öffnest, zeige ich dir, wie du deinen Körper beherrschen kannst. Hast du zu viel Zeit? Ja, er könnte uns Akrobatik beibringen, aber das sollte man inzwischen schon lange haben. So, hier ist der Ausgang von diesem Weg, der von Zubens Palast aus runterführt, wo wir die beiden Truhen aufgemacht haben. Aber da müssen wir jetzt nicht wieder runter. Das passt schon so. Oh, einen Moment, ich muss mal eben was machen. Sekunde. So, Entschuldigung, da hat mein Telefon geklingelt, das war wichtig. Weiter geht's. Wir sind ja immer noch in Ishtar. Und sind einfach nur dabei, die Stadt ein bisschen zu durchsuchen. Hier haben wir Sven. Du kommst aus Nordmar? Mhm. Ich schmiede Erzwaffen. Erzwaffen? Braucht ihr dafür nicht einen dicken Ofen? Um das Erz zu schmelzen. Einen fertigen Rohling kann ich auf jedem Amboss der Welt bearbeiten. Und? Und wenn du Erzrohlinge auftreiben kannst, immer her damit. Und wenn du meinst, dass du es drauf hast, zeige ich dir, wie du selbst eine Klinge schmieden kannst. Bring mir was über das Schmieden bei. 10 Erzrohlinge soll ich ihm geben. Wie viel haben wir denn? Wo sind die? Sind die hier? Nee. Sind unsere Erde? Ah, hier wahrscheinlich. Wir haben 9. Funktioniert das? Das will ich jetzt mal eben ausprobieren. Funktioniert das, wenn ich sage... Ich habe ein paar Erzrohlinge für dich. Gut, damit kann ich arbeiten. Bring mir mehr, wenn du es schaffst. Und wenn wir jetzt so machen... Okay, nein, so funktioniert das schon mal nicht. Das probieren wir später nochmal, wenn wir mehr Ruf in Ishtar haben, dass die Leute das nicht so interessiert, wenn wir irgendwen schlagen. Dann gehen wir noch Musan. Hast du eine Prüfung für mich? Der Mann, den Zuben sucht, muss ein weitgereister, zäher Mistkerl sein. Das bin ich. Er kennt sich mit der Jagd aus und scheut keinen Kampf. Das bin ich auch. Es ist kein Problem für ihn, mir 5 Löwenfelle zu bringen. Aber nicht von den Einfachen, von den räudigen Bastarden. Denn das sind die schlimmsten Löwen überhaupt. Ein zäher Mistkerl weiß bestimmt auch einiges über die Jagd. Und falls nicht, würde er sich jemanden suchen, der es ihm beibringt. Wo würde ein zäher Mistkerl die räudigen Bastarde suchen? Diese Viecher laufen durch die ganze Wüste und schließen sich fremden Rudeln an. Irgendwo im Westen gibt es ein ganzes Rudel von ihnen. Ach übrigens, ich habe auch Zarkos diese Prüfung gestellt. Zeig mir deine Ware. Okay, dann haben wir hier noch Kasim. Ich will, dass du mich prüfst. Was? Du willst der großartige Kämpfer sein, den Zuben sucht? Ich werde dir Gelegenheit geben, das zu beweisen. Natürlich errichtet jeder Kämpfer vor dem Kampf seinen Tribut.
Ich will kämpfen. Markus wird der Erste sein. Los, zeig mal, was du kannst. Jetzt ist die Frage, wo ist Makkas? Ich glaube, den haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Das ist Musan. Wo ist Makkas? Ich glaube, er ist gerade irgendwo runtergefallen und verreckt. Das ist ja toll. Wir laden das mal neu. Was ist das denn für ein Kack? Was habe ich hier für ein komisches Spiel, ey? Ja, Gothic 3, ja. So ist es halt. Also, sein Ausruf kam ja von hier hinten irgendwo. Jetzt müssen wir ihn hier irgendwo finden. Wo ist Makkas? Ja, das ist überhaupt nicht gut jetzt. Makkas soll schon hier sein. Das heißt, er ist jetzt irgendwo unterwegs und stürzt in den Tod. Ich habe das Gefühl, dass ich die Folge nochmal neu spielen darf. Hey, hast du nicht was vergessen? Was? Du nimmst doch an der Prüfung teil. Jetzt glaub bloß nicht, dass ich dich nicht prüfen werde, nur weil ich nicht in der Stadt stehe. Was darf's denn sein? Dein Konkurrent Zarkos ist schon ziemlich lange da draußen. Er jagt Löwen oder sowas. Er hat mir eine alte Schale abgenommen. Abgenommen? Beim Kampf in der Arena. Aber er hat nur durch einen Trick gewonnen. Also bring mir die Schale zurück und erledige Zarkos bei der Gelegenheit. Hast du sonst noch was? Du solltest vorsichtig sein. Da draußen lauern ein paar richtig üble Burschen. Ich glaube, die suchen dich. Wo kommen die denn her? Tja, ich schätze, du hast dir in der Stadt ein paar Feinde gemacht. Wo kann ich Zarkos finden? Er hat sein Lager ein Stück weiter im Norden aufgeschlagen. Wenn du bei den Brunnen bist, geh einfach geradeaus. Aber folge nicht dem Weg, sondern halte dich an die Bergwand. Aber sei vorsichtig, dort gibt es Löwen. Ja, das wissen wir ja, aber jetzt ist Makkas noch nicht gestorben. Heißt, entweder waren wir weit genug weg. Okay, er ist jetzt in der Arena. Na ja, gut, dann können wir das ja so stehen lassen. Ich werde... Es gibt einen Kampf, Männer! Da ist nichts zu holen. Doch, das gibt's. Okay, dann speichern wir. Junge, ey. Ist ja einfach. Verreckt der einfach irgendwo? Gut. Du hast das Aufwärmtraining bestanden. Dein nächster Kampf wird nicht so leicht. Okay, das mag ja alles sein. Wir reden jetzt erstmal mit Makkas. Willst du mir auch eine Prüfung auferlegen? Weißt du, ich halte nicht viel von diesen Prüfungen. Da werden gute Männer irgendwo hingeschickt, nur um ihren Mut oder ihre Kraft zu beweisen. Heißt das, du willst mich nicht prüfen? Weißt du, ich denke, wenn du schon was beweisen willst, warum dann nicht etwas Sinnvolles? Geh zu Kaffa, er bewacht die Brunnen vor der Stadt. Bei ihm ist immer was zu tun. Sieh mal, ob du ihm helfen kannst. Gut. Das können wir dann auch noch machen. Gib mir einen Gegner. Musan soll kämpfen. Er wird dir es schon ordentlich besorgen. Zeig mir das! Es gibt einen Kampf, Männer! Schwert. Geh nieder! Lass dir das nicht gefallen! Da! Da ist nichts mehr zu holen. Doch, doch, das gibt's. Ja, die Arena ist hier halt
schon echt ein ziemlicher Witz. Meine Knochen. Also schön, du hast Musan besiegt. Der nächste Kampf wird nicht so einfach. Gib mir den nächsten Gegner. Du wirst gegen Emmet antreten. Er hat sich wochenlang vorbereitet. Du hast keine Chance. Es gibt einen Kampf, Männer! Ja, einfach der leichteste von denen. Nee, da ist nichts mehr zu holen. Du hast jetzt drei verdammt gute Kämpfer zu Boden geschickt. Ich sage dir was, du hast meine Prüfung bestanden. Es gibt niemanden mehr, den ich dir schicken würde. Außer mir natürlich. Dein Billard. Wir wollen ja fair bleiben. Und noch was. Hier, das Gold hast du dir redlich verdient. Lass mich in Ruhe. Hat auch nichts mehr zu sagen. Gut, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich nach Bakaresh gehen. Und den Tribut der Schwarzmagier abholen. Ich komme, um Zubens Tribut zu holen. Du wagst es, meinen Tribut zu fordern? Ja. Na schön, dann suche meine Höhle auf. Dort steht eine Truhe. In dieser Truhe wirst du das Gold finden. Hier ist der Schlüssel. Und wenn die Truhe leer ist? Dann muss ich davon ausgehen, dass du mich betrügen willst. Ihr erinnert euch an die Truhe, an Sigmors Truhe, die wir mal gefunden hatten? Als wir hier Bakaresh erreicht haben, vor, weiß nicht, 20 Folgen oder so. Jetzt können wir sie aufmachen. Ich bin hier, um Zubens Tribut zu holen. Zuben schickt dich? Dann hast du es weit gebracht, Sohn des Nordens. Hier ist meine Tributzahlung. 2000 Gold. Und dann gehen wir noch runter zu Amul und zu Sigmors Truhe. Und dann können wir auch schon wieder zurück nach Ishtar. Levelmäßig 15.000 noch. Wenn ich mir jetzt auf die Schnelle nicht verguckt habe. Aber dauert nicht mehr lang. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft und seine Herrschaft. Klappe. Ich komme, um dein Tribut zu holen. Ach, der Tribut, ja. Warte, ich habe das Gold bei mir. 1000. Wir sind das erwählte Volk. Jetzt sind wir bei 3000. Und dann noch das, was auch immer in Sigmors Truhe so drin liegt. Aber ja, ist halt auch einfach viel Rennerei jetzt. Viel Rennerei. Ja, da haben wir noch ein Snapperkraut übersehen. Da auch noch irgendwas. Hier sogar ganz viel, okay. Ja, waren wir hier überhaupt schon mal? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Doch, hier waren wir eigentlich. Keine Ahnung, war ich wohl mal wieder blind, wie immer. Aber ich glaube, Pflanzen spawnen nicht nach. Wo ist denn die Höhle? Ah, hier. Aber hier sind noch Pflanzen.
haben wir hier Sigmors Truhe. Und hier drin sind 2024 Gold. Noch mein Teleporter nach Bakaresh. Mein Belia-Rune. Die Rune, die ich aus der Klaue Belias geformt habe. Ah, sie strahlt immer noch ein wenig ihrer Macht aus. Altes Wissen plus 15er, das ist ja geil. Ja, das kann man nämlich auch einstellen, wenn man die Content-Mod, glaube ich, ist es installiert. Wie man, oder was man mit der Klaue Belia gemacht hat. Und da wir in Gothic 2 auch als Magier gespielt haben und die Klaue Belia in eine Rune umgewandelt haben, habe ich das natürlich auch so angegeben. Und dann ist das anscheinend unser Preis. Ein Rezept für Verhandlungen, ein Steindrachen, das klingt auch geil. Altes Buch über Drachen und Sigmors Tagebuch. Altes Buch über Drachen. Die Drachen. Steht nichts drin. Sehr gut. Sigmors Tagebuch. Auch leer. Perfekt. Ja, gut. Dann haben wir noch mein Belia-Rune. Hier steht etwas über die alte Magie. Und damit haben wir jetzt schon über 400 altes Wissen. Sehr geil. Die Pfeile habe ich ja die ganze Zeit ausgerüstet gehabt. Warum sagt denn keiner was? Hätten wir alle verkaufen können, sind ja 1000 Gold, über 1000 Gold inzwischen. Ich da. Da. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier runter und lösen noch die Quests außerhalb von Ishtar und dann sind wir auch schon durch hier mit der Stadt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.